Meine Lieben, so, das Wochenende ist vorbei und es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge Easy Platin. Und ich dachte mir, was gibt es denn Schöneres, als nach einem, ja, sehr entspannten Wochenende die neue Woche mit Sport zu begrüßen, beziehungsweise Fitness. Deswegen habe ich hier euch mal Fingerfitness rausgesucht. Gucken wir noch mal ganz kurz in die Trophäen. So, also Open Access to Location 2, 3, 4 und 5. Wir brauchen das Pet Froggy, wir brauchen das Pet Potatoes, wir brauchen das Pet Octopussy, wir brauchen das Pet Parrot und Get Pink Robin to Help. Das müssen wir, die müssen wir uns im Laufe des Spiels freischalten. Dann brauchen wir eine maximale Effizität bis Level 23, was unsere Produktivität angeht und unser Stamina, das hier beides auf 23 bringen. Dann müssen wir ein Pet unserer Wahl auf das Maximum-Level hieven und hier 500 Pushes, 5000 Score und 50.000 Score. So, wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt einfach mal und wir spielen das zusammen. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Fingerfitness. Eieiei. Ja, gut, ihr seht schon. Noch ganz kurz anzumerken, das Spiel kostet 99 Cent einmal in der EU, 99 Cent im North American Store und 9 Hongkong Dollar im Asia Store. Aufgepasst, diesen Titel gibt es nur für die PlayStation 5. Alles klar, dann würde ich sagen, drücken wir mal los und machen unser Gamepad ein bisschen kaputt. So, da unten steht Left Finger, Right Finger, das klickt dann die ganze Zeit eigentlich so. Und da sehen wir jetzt rot, unser Stanima ist noch ein bisschen, ja, für einen, noch nicht so gut ausgebaut, ne? Wir sind schon ganz schön erschöpft hier nach ein paar Zügen. Die lustige Zwiebel, die macht einen Autopress, kommen hier ab und zu mal so ein paar Ballons angeflogen. Und wir investieren unsere ersten Punkte im Shop, den wir mit der Viereck-Taste drücken können, erstmal ins Stanima. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und ihr könnt mit dem, ja, was ist das, dieses Touchpad dann von dem Controller eure Erschöpfung quasi ein bisschen wegwischen, wenn man das so möchte. So, wischi. Gucken wir mal in den Shop. Und das können wir uns noch nicht leisten, aber wir können uns das gleich leisten. Jetzt. So, gucken wir mal. Ah, wird schon besser. Das Ziel ist es jetzt für mich hier erstmal, dass wir unser Stuckima so weit ausbauen, bis wir quasi nicht mehr erschöpft sind. Das brauchen wir nämlich, ja, für jedes Level. So, machen wir weiter hier, Kollege. Reicht noch nicht. Okay, dann gönnen wir uns doch jetzt mal die Effizienz. Die steigert, ja, den Wert jedes Klickens. So, das ist ganz gut. Da haben wir jetzt quasi ein Mal-3-Bonus-Laufen über die, ja, Sekunden, die dort unten an der linken Hand ablaufen. Das ist ganz gut, gibt halt mehr Punkte. Oh, drücki. Und da haben wir ja schon fast schon mal hier 1000 zusammen. Sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz in den Shop. Ja, machen wir die Effizienz erstmal hoch, dass wir ein bisschen mehr Kohle verdienen. Und dann drücken wir uns hier mal ein bisschen weiter. Das kriegen wir schon mal 5 pro Klick. Überraschungsballon mit einem Goldschweinchen drinnen. Ist es nicht schön? So. Zack, 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 zack. So, machen wir die Ballon auf. Ah, super, hier haben wir wieder Autopress. Und gucken jetzt mal. Die neue Location wird 2000 kosten. Können wir uns überlegen, ob wir das jetzt als erstes als Angriff machen oder uns hier noch ein bisschen. Nee, wir lassen mal. Wir bauen uns mal noch ein bisschen die Effizienz aus, dass wir einfach mehr Punkte kriegen. Soll ja hier auch nicht 3 Tage dauern. Dann haben wir einen Bonus, sehr schön. So, dann geht die Punktezahl oben links auch schon in die Höhe. Drücken. So, jetzt haben wir hier. Ich würde sagen, ja, wir gönnen uns das jetzt. Da kriegen wir nämlich auch eine Trophäe für. Zack. Und dann kommen wir jetzt ins nächste Level mit R1. Das hat dann einfach einen anderen Hintergrund. Und ihr seht, unser Stuckima ist jetzt nicht mehr so geil wie vorher. Das heißt, dass wir den jetzt wieder ausbauen. Vorher nehmen wir aber natürlich noch den Kollegen hier mit. Punkte. So, guck
gucken wir mal ganz kurz. Kostet 600. Machen wir auf Level 7. Ups. Ja, das ist schon gut. Können wir hier in der Map weiter machen. So. Dann wollen wir natürlich auch mehr Punkte bekommen. Auch logisch. Drücki, 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 drücki. Da nochmal. Sehr schön. So, dann können wir uns jetzt, glaube ich, mal ein paar Trophäen für unsere ersten Haustierchen hier holen. Holen wir uns mal zuerst den Frosch. Dann hier für 500 Mr. Potatoes. Für 1000 gibt es den Octopussy. Und für 2500 gibt es den Parrot. Und dann sparen wir uns jetzt hier nochmal 4000 schnell zusammen für das letzte Pet. Und ja, was machen die? Die haben eigentlich nur den Vorteil, dass sie auch Klicks quasi generieren oder was auch immer die Währung hier in diesem Spiel ist. Da haben wir unsere 4000. Nehmen wir... 5000. Guck mal, ich hab aufgepasst. Drücken. So. Pink Robin. Alles klar, das ist hier der lustige kleine Spatz. Machen wir mal hier eine Blase wieder auf. Geben uns den Bonus hier mit. Drücken uns die Finger kaputt. Oh, da geht unser Satin ja schon wieder schneller. Naja, egal. So, mein Gott, ganz wunde Finger schon. Gucken wir mal in den Shop, was machen wir jetzt weiter? Das nächste Level kostet uns 7000, könnten wir uns jetzt eigentlich schon gönnen. Ja, machen wir das auch, wir wollen ja hier vorankommen und starten jetzt hier quasi in die dritte Location und ihr seht wieder oben, dass unser Statima da ganz sehr schnell, auf Level 10. Naja, wir brauchen noch mehr, eindeutig. Da wieder ein Geschenk. Ja, gucken wir nochmal in den Shop. 2,8 muss uns. Ah, fast. Warte. Jetzt sind wir hier auf Level 12. So, gucken wir mal. Ja, wird besser. Wird besser. So, hier wieder Geschenketütchen aufmachen. Sehr schön, haben wir hier wieder einen Bonus. Ja, und ihr seht, also je schneller ihr eure Sachen ausbaut und das mit ein bisschen Sinn und Verstand macht, desto schneller kommen da auch die Zahlen zustande, die wir brauchen, um die Platinen ja, schnell als möglich, glaube ich, zu erspielen. Nochmal hier mal die Kugeln. Nochmal ein Bonus, das ist doch super. So, dann haben wir nochmal eine Trophäe. Financial Airbag. Fehlt uns jetzt auch nicht mehr allzu viel. Drücken. So, alles klar. Da haben wir schon mal 33.000 im Repertoire. Holen wir uns doch gleich mal das nächste Level. So, gehen wir da auch gleich wieder rein. Und ja, ihr kennt das Spiel ja hier wieder. Also, rüsten wir hier erstmal nach. Wir müssen ja sowieso auf Level, was war's, 23 oder sowas kommen. Von daher. Und das Schöne ist halt, dass die Punkte halt auch immer mehr werden. Ne? Je höher das Level ist, desto schneller kommen wir da auch voran. Jetzt erst, dass meine Kopfhörer gar nicht drin sind. Aber ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert mit dem Audio. Ansonsten muss ich das nochmal machen. Oh nee. So, 20. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch super aus hier. Piu, 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 piu. So, hier nochmal ein Schweinchen aufmachen. Jetzt investieren wir mal ganz kurz hier ein bisschen in unsere eigentlich Effizienz natürlich. Machen können. So, 20.000 hier wieder. So. Oh, hier nochmal. Überraschungsei. Oh,
So, das haben wir auch gemacht, mein Schatz. Schließen wir hier bis 20 auf. Können wir uns noch leisten. Nö. Alles klar. So, und damit haben wir das Spiel quasi zum Löwenteil auch schon geschafft, meine Lieben. Jetzt geht's hier in die finale Runde. Und da bin ich mal gespannt, was wir am Ende auf der Uhr haben. So, 26.000 für das letzte Level. So, und ja, ihr ahnt es. Wir brauchen wieder ein bisschen Stamina. Oh, eine ganze Menge davon. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal die Trophäe, dass wir die im Maximum haben. Aber für das Level hier reicht es uns noch nicht. Wo wir eigentlich auch... Das ist unsinnig. Wir gehen mal ein Level zurück. Das reicht hier völlig aus. Das haben wir schon im Maximum. Wozu? Ja, mehr Geld reinstecken. Shop. Ballern den jetzt hier noch hoch. Damit haben wir auch die Produktivität Maximum. Und was sollten wir noch machen? Ein Tierchen auf das Maximum. Dann nehmen wir natürlich den Froggy. Das ist das günstigste. Zack. Hier, glaube ich, einer noch. Nee, einer noch. Geht jetzt schnell. Zack. Level 8 immer noch nicht. Boah, wie viel Level hat denn dieses Vieh? Immer noch nicht. Okay, ich tippe bei 10 ist Schluss. Alles klar. So, dann haben wir hier die 15.000 Level 10. Da haben wir es. Das ist auch auf dem Maximum. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir uns jetzt über eine Shiny Fingermaster Platinum freuen dürfen. Ja, meine Lieben, so schnell geht's. Ich denke mal, wir waren unter 10 Minuten, hoffe ich. Geht bestimmt noch ein bisschen schneller, aber ja, für 99 Cent kann man da ein bisschen Fitness machen. Wie immer gilt, wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen von euch, einen Kommentar, ein Follow, ein Glöckchen, ach, alles, was man da halt so machen kann. Damit hilft ihr mir wahnsinnig. So, und ich sage ja, damit erstmal Sport gemacht für den Morgen. Startet gut in den Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Easy Platin, hier auf meinem Kanal.